So, hallo, willkommen zu dem Video. Heute stelle ich euch mein Hobby Langlauf vor. Zuerst mal, wie bin ich überhaupt zum Langlauf gekommen? Also mit 3 Jahren bin ich das erste Mal auf Ski gestanden. Mit 4 dann meinen ersten Wettkampf, da seht ihr jetzt dann gleich ein Video. Kommen wird es wahrscheinlich davon, dass meine Mama und mein Opa beides Langläufer sind. Und wie ich damals das erste Mal auf Ski gestanden bin, war ich top begeistert und nach wie vor gefällt mir das einfach immer noch. Und das ist einfach mein Traumsport. So, kommen wir nun zum Material und zur Technik. Grundlegend, es gibt 2 verschiedene Arten von Skilanglauf. Einmal das Skating und einmal das Classic. Da seht ihr 2 Schuhe, einmal den Skating-Schuh und den Classic-Schuh. Beginnen wir mal mit dem Klassischen. Der erste Ski, den ich euch vorstelle, ist der Fellski. Fellski hat in der Steigzone ein sogenanntes Fell, das sich dann beim Abdruck im Schnee vergreift und somit kann man dann vorwärts gelangen. Im nächsten Video seht ihr den normalen Wachsski. Der Wachsski hat in der Steigzone ist der nur angeraut oder aufgeraut, denn dort wird dann je nach Wetterlage ein entsprechendes Hardwachs oder entsprechender Klister drauf sein, um eben den Abdruck zu erlangen. So, beim nächsten Bild kann man den Unterschied zwischen einem Fell- und einem Wachsski erkennen. Der Fellski ist halt wesentlich pflegeleichter und kann bei allen Bedingungen gelaufen werden, wo halt der Wachsski dann nur extra gewachst werden muss. Kommen wir nun zur zweiten Technik des Skilanglaufes, dem Skaten. Geskatet wird nicht in einer Spur, sondern auf einer gewalzten Ebene. Vorwärts gelangt man durch schräge Abdruckbewegungen nach vorne, welche in den nachfolgenden Videos zu sehen sind. Die Skating-Ski müssen ebenso gewachst werden, jedoch haben diese keine sogenannten Steigzonen, sondern eine gesamte Lauffläche, die gewachst werden muss. Das verwendete Wachs heißt Gleitwachs. Das beim Classic-Ski verwendete Wachs heißt Steigwachs. Und jetzt seht ihr noch ein paar Szenen aus dem Training und aus dem Wettkampf. So, kommen wir nun zu den Stöcken. Bei den Stöcken ist es so, in der klassischen Technik sollte der Stock ungefähr 84% der Körpergröße lang sein und beim Skating etwa 90% der Körpergröße lang sein. Wenn dies gegeben ist, dann haben wir schon mal die besten Voraussetzungen, um anschließend eine saubere Technik zum Laufen. Abschließend bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe beim einen oder anderen das Interesse für Langlauf wecken können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal auf der Loipe sehen.